CO2, der größte Klimakiller, den wir selbst verursachen. Unsere Mobilität, unser Kaufverhalten, unsere Ernährung und natürlich unsere Energie sind alles ausschlaggebende Faktoren, die den Klimawandel beeinflussen und in die Höhe treiben. Wir müssen unsere Gewohnheiten ändern, um hier erfolgreich zu sein. Wie also schaffen wir die Wende, um unseren CO2-Ausstoß zu reduzieren? Aloha, Servus und Moin Moin, ihr Lieben. Ich bin's, Younes, euer EWE-Smartgeber. Und heute klären wir, wie Unternehmen ihren CO2-Ausstoß messen können. In der vergangenen Folge haben wir besprochen, was der Treibhauseffekt überhaupt ist und warum der anthropologische, also menschengemachte Treibhauseffekt so gefährlich ist. Das Greenhouse Gas Protokoll, zu Deutsch das Treibhausgasprotokoll, ist eine internationale Reglementierung, die einen Standard setzt, damit Unternehmen ihre Emissionen messen können. 2004 hat das World Resources Institute und das World Business Council for Sustainable Development diesen Standard festgelegt. Und Denise, die treffe ich gleich, die erklärt mir, wie ich das Ganze gemesse. Schönen guten Morgen, Denise. Guten Morgen. Herzlich willkommen hier im Smartgeberhaus. Vielen Dank. Denise, Unternehmen gehören ja zu den größten Verursachern von CO2 und das Greenhouse Gas Protokoll, das liefert den Standard dazu, also um die Emissionen zu messen. So ein bisschen vielleicht auch vergleichbar mit dem Standard oder den Regeln der Buchhaltung eines Unternehmens. Könntest du diesen Standard mal erklären? Klar. Also im Prinzip kannst du dir so vorstellen, es gibt drei verschiedene Emissionsklassen, sogenannte Scopes, in die die Unternehmen ihre völlig verschiedenen Emissionen einsortieren können. Scope 1 beinhaltet alle direkten Emissionen, die durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe entstehen und die auch im direkten Einflussbereich eines Unternehmens stehen. Beispielsweise der Fuhrpark. Da hat EWE eben auch noch Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Und auch wenn wir natürlich möglichst schnell aus der Kohle aussteigen wollen, so haben wir eben in Bremen auch noch Kohlekraftwerke stehen, die natürlich auch Emissionen verursachen in erheblicher Menge. Und ja, wenn du an zu Hause denkst, da hast du wahrscheinlich genauso noch deinen Benziner oder deinen Diesel vor der Haustür stehen, der natürlich, wenn du ihn fährst, auch Emissionen verursacht. Dann gibt es den Scope 2. Der Scope 2 beinhaltet alle indirekten Emissionen, die durch die Energiebezüge eines Unternehmens oder bei dir zu Hause entstehen. Das heißt, du wirst ja auch Strom oder Gas beziehen zu Hause. Ja. Und je nachdem, wenn du beispielsweise schon Ökostrom beziehst, sind deine Emissionen natürlich entsprechend geringer. Dann bleibt noch der Scope 3. Scope 3 umfasst wiederum alle indirekten Emissionen, allerdings alle, die in der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette entstehen. Ah. Das ist relativ umfassend, weil natürlich die Wertschöpfungskette, wo fängt sie an, wo hört sie auf? Klar. Und ein Beispiel wäre da das Pendelverhalten der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei EWE, wie sie jeden Tag zur Arbeit kommen. Oder die Produkte und Dienstleistungen, die wir von unseren Lieferanten beziehen. Und am Ende natürlich auch die Emissionen, die durch unsere Produkte bei unseren Kunden entstehen. Auch das gehört alles zu Scope 3. Das klingt nach ganz schön viel Arbeit, das Gesamtbild zu erfassen. Sind denn Unternehmen dazu verpflichtet, diese Emissionen zu dokumentieren? Ich sag mal jein. Also es gibt seit 2017 das sogenannte CSR-Richtlinienumsetzungsgesetz, nachdem alle großen kapitalmarktorientierten Unternehmen, Finanzinstitute, Versicherungen mit mehr als 500 Mitarbeitern dazu verpflichtet sind, über nicht finanzielle Belange, schimpft sich das, Bericht zu erstatten. Okay. Und dazu gehört es unter anderem auch, über Umweltaspekte zu berichten. Und da ist es natürlich total naheliegend, auch über Klimaschutz, über CO2-Emissionen zu berichten. Laut des CSR-Berichts, also dem nicht finanziellen Bericht, hat EWE es ja geschafft, in den letzten 15 Jahren die Emissionen bei Stromerzeugung um 40% zu reduzieren. War das der ausschlaggebende Punkt dafür, dass EWE sich dazu entschieden hat, klimaneutral zu werden? Oder gab es da auch andere Gründe? Also ich glaube, das unterstreicht eher nochmal, dass CO2-Emissionen und deren Senkung nicht erst seit gestern auf dem Radar von EWE waren. Gleichwohl würde ich es nicht als ausschlaggebenden Punkt bezeichnen, sondern vielmehr die Notwendigkeit und auch die Dringlichkeit des Klimaschutzes. Absolut. Der Klimawandel und all seine Folgen sind allseits bekannt, mehrfach wissenschaftlich belegt. Und da müssen wir einfach auch unseren Beitrag leisten. Ne? Und wenn ich auf die CO2-Emissionen schaue, die die Energiewirtschaft deutschlandweit
verursacht, ich glaube, es sind gut 32%, dann müssen wir da einfach tätig werden und wollen das natürlich auch. Definitiv. Perfekte Überleitung. Vielen Dank, Denise. Wir sprechen ja morgen nochmal. Mhm. Und vorher treffe ich sogar auch Ihren Chef, beziehungsweise den Chef aller EW-Mitarbeiter, Stefan Dohler. Das ist der Vorstandsvorsitzende. Und den werde ich mal fragen, wie genau EWE es schaffen möchte und auch schaffen wird, klimaneutral zu werden. So, das war's für heute. Um keine Folgen zu verpassen, abonniert uns, schreibt mir auch gerne Kritik, Fragen, Anregungen ins Kommentarfeld und aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Bleibt gesund, bis bald, euer Younes.